never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact. So, der Wagen ist an. Wir machen uns jetzt auf den Weg mit dem BMW i5 M60. Rückwärtsgang, jetzt geht's nach vorne. Verkehr noch eben durchlassen und dann geht's los. Tja, wir machen uns jetzt auf den Weg in dem Video, als auch in dem Folgevideo, also es sind zwei Teile. Geht's drum, ich bin im Alltag, also Stadt, Land, Autobahn, relativ viel in den nächsten Tagen unterwegs. Muss dementsprechend auch häufiger mal nachladen, um entsprechend mich fit zu halten, beziehungsweise Akku fit zu halten. Ihr habt gesehen, ich bin bei 83% sowas losgefahren, bin jetzt schon ein bisschen was gefahren in der Zwischenzeit. Also gestern und vorgestern bin ich unterwegs gewesen mit dem i5 M60. Jetzt geht's gerade Richtung Neuss. Dort habe ich einen kurzen Termin, muss ein bisschen was machen. Lerne Eindrücke kennen und ihr seht jetzt hier, ich fahre ein bisschen dynamischer, aber halt der Verkehr lässt es auch nicht wirklich zu, dass ich wirklich sehr schnell fahre. Also dynamisch im Verkehr mitfließen ist hier die Devise. Die A43 runter und tja, wo enden wir jetzt hier im Stau jetzt echt? Oh, das ist doof, ja? Hier kann ich an der Seite, zweite Spur, Reißverschlussprinzip, kennt anscheinend der ein oder andere nicht. Mein Vorteil in dem Fall, weil ich ein ganzes Stück hier an den Wagen vorbeifahren kann, bis jetzt die Spur tatsächlich wieder rüber geht. Okay, nun gut, den einen oder anderen haben wir jetzt tatsächlich dann doch eingeholt und wir dürfen dann natürlich auch von der Autobahn runterfahren, von der A46, weil hier irgendwie so gar nichts mehr geht. Das heißt, wir sind jetzt ein Stück durch die Stadt, ein Stück über Land, wie ihr seht, fahren wir jetzt tatsächlich auch. Also zu meinem Termin komme ich auf jeden Fall zu spät. Das sind 20, 25 Minuten oder irgendwie so. Ich habe dann schon zwischendurch auf Google Maps umgeschaltet, weil ich dachte, bist du denn jetzt eigentlich total bescheuert oder was zeigt mir das Navi denn jetzt hier an? Dann geht es zum Glück wieder ein ganzes Stück endlich wieder auf der Autobahn. Tempolimit halten wir uns natürlich dran. Ist ein bisschen leerer, aber wir halten uns trotzdem an das Tempolimit und fließen mit dem Verkehr mit. Hier im Laufe des Vormittags in der Woche ist das in dem Fall. Tja. Die Eindrücke habe ich gesammelt, Termin ist wahrgenommen. Jetzt geht's für mich nach Köln. Wir waren vorhin losgefahren bei 83% waren es, glaube ich, gewesen. Oder 84% irgendwie so um den Dreh. Also, ja, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Köln. Dort wartet tatsächlich schon der Einkauf auf mich. Und diesen Einkauf werde ich in dem Effekt dann damit verbinden, dass ich den i5 direkt mal ein bisschen nachlade, weil morgen weiß ich nicht. Also ich habe morgens auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Dann muss ich nach Köln in die Innenstadt fahren, hier und da erledigen. Und ich muss dann am Nachmittag noch ein bisschen was umherfahren. Also so, angekommen bei Aldi Süd. Hier wunderbar, 39 Cent, perfekt. Apple Watch freischalten, perfekt. Das dauert einen Augenblick. 49 Euro werden quasi immer vorgemerkt. Oder wie heißt es dann? Dann einmal Ladepunkt aussuchen. Und hier geht tatsächlich bloß einer der beiden Ladepunkte. Zack, einmal hier Ladeklappe auf. Linke Seite wählen. Ihr seht, rechts rot. Habe ich ein bisschen Schwein gehabt, dass tatsächlich beide sogar frei sind oder beide nicht genutzt werden. So, und los geht's mit 58% Ladestand. Lädt jetzt hier hoch. Das wird wieder bei 75, 76 irgendwo enden. Der lädt nicht mehr als mit 150 kW, aber ganz ehrlich, für mich ist jetzt, ich war einkaufen gewesen in Ruhe und jetzt gucken wir mal, jetzt bin ich echt gespannt, was hier drauf steht. So, das ganze Thema hat jetzt hier mit Ein- und Ausladen 28 Minuten gedauert, 46 kW sind reingelaufen und 94% haben wir jetzt drin. Perfekt, hier oben beende ich den Ladevorgang, das machen wir auch direkt mal, dauert einen Augenblick dann. Zip, zack, jetzt kann ich den Stecker ziehen, perfekt, rein in die Ladesäule, Klappen zu. Zack, hier diesen komischen Kunststoffbimmel, Klappe zu und ab nach vorne rein. Es sind 94% im Personal-Modus mit 447 Kilometern Reichweite. Das ist okay. So, dann machen wir jetzt mal eins und schalten wir mal um in Efficient. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die Reichweite verändert. Sonst 447, jetzt sind es 472. Boah. Also, ja, ohne Zielführung. So, am nächsten Morgen sind wir dann, wie gesagt, unterwegs. 91% fahren wir los.
Wir fahren jetzt ein Stück durch Kölner Innenstadt. Köln Innenstadt müssen wir ein bisschen rumfahren. Das ist ein bisschen wirsch dort, also wirklich nur Stadtverkehr. Der Verbrauch ist dann da echt moderat und da fahre ich dann auch wirklich nur im Efficient Mode. Also da brauche ich ja tatsächlich gar keine Leistung oder wenig Leistung nur. Jedenfalls nicht das, was der i5 M60 zur Verfügung stellen kann. Sagen wir es mal so rum. Das brauche ich hier definitiv nicht. Da brauche ich nur einen Hauch von der eigentlichen Leistung. Tja, aus dem Parkhaus raus. Jetzt mal genau darauf achten. Das finde ich mal echt geil gemacht. Ich habe jetzt hier für mich den Parking-Modus angemacht, damit ich sehe, wenn ich jetzt hier gleich um die Ecken fahre, dass ich nicht irgendwo hängen bleibe, weil das manchmal in den Parkhäusern enger ist. Hier in Köln allerdings, muss ich ehrlich sagen, sehr positiv überrascht. Und ihr seht im Zentraldisplay, er zeigt mir jetzt immer mal wieder eine Parklücke an oder jetzt hier. Ich könnte jetzt 48, 50 Meter, jetzt zeigt er mir eine Parklücke an, wo ich einparken kann. So, jetzt zeigt er mir weiter an 67, 63, 70 Meter kann ich mit dem Rückfahrassistenten fahren. Und jetzt wird es gleich lustig. Wir fahren jetzt noch ein ganzes Stück weiter, zeigt mal wieder eine Parklücke an. Ganz selbstverständlich. Vorne seht ihr Frontfahrkamera, also rechts seht ihr Frontfahrkamera. Jetzt zeigt mal wieder eine Parklücke an. Hier könnte ich reinfahren. Über 100 Meter könnten wir jetzt eigentlich nur zurückfahren. Ganz einfach, weil ich in dem Parking-Mode drin bin und den Rückfahrassistenten nutzen kann. So, jetzt geht es langsam hoch. Wir sind bei 130 Meter, die wir überschritten haben. Und jetzt seht ihr links die Gegenspur, mit der ich quasi runtergefahren bin. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch die Strecke, weil jetzt fahren wir dahin, wo ich vorhin reingefahren bin, weil das sind nämlich keine 200 Meter gewesen, könnte ich jetzt rein theoretisch, hätte ich auf den Rückfahrassistenten drücken können und die ganze Strecke wieder 1-1 rückfahren können, um rauszukommen. Mega, oder? Ich fahre jetzt durch Köln tatsächlich wieder raus aus der Stadt an den Kölner Rand. Da ist es für mich etwas angenehmer. Ja, Köln-Innenstadt mit Autos, echt teilweise echt Chaos. Gerade so Parkplatz finden. So, und am Nachmittag 82% Ladestand. Jetzt machen wir eins. Wir fahren nach Siegen. Tja, Siegen sind von Köln aus irgendwie so 100, 110 Kilometer, eine Strecke. Die haben wir jetzt gerade vor der Brust, fahren da mal mehr, mal weniger dynamisch. Also zum Anfang ist der Verkehr etwas stockig, zähfließend. Wir halten uns dran, ihr seht, Driving Assistant Professional ist aktiv, auch der Autobahnassistent ist aktiv, aber der Verkehr ist halt auch so, dass ich nicht wirklich wesentlich schneller fahren kann. Immer wieder kommt Verkehr an. Zwischendurch fängt es jetzt auch an zu regnen. Bin ich immer nicht so der Riesenfreund von. Dann, ja, also ich lasse den Wagen jetzt hier tatsächlich vielfältig fahren, weil es für mich dann einfach wesentlich entspannter ist, um hier tatsächlich nach Siegen zu kommen. Das ist jetzt mal kurz. Da habe ich zwei Termine, die ich mal wahrnehmen darf in Siegen, um hier mich jetzt auch wieder auf den Rückweg zu machen. Auch jetzt, ja, ich fahre moderat, sage ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt heute tatsächlich nicht mehr so viel Lust, weil ich heute Morgen schon einiges unterwegs war. Jetzt gerade auch noch die ganze Zeit. Und das zieht sich dann doch hier mit dem Verkehr über die A4 Richtung Köln wieder zurück. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Verkehr, jetzt regnet es auch. Ach, und das macht halt auch dann irgendwann, ehrlich gesagt, mir keinen Spaß. Dann lasse ich mich lieber fahren. Mach den Tempomat rein bei 130 oder der Geschwindigkeit, die zulässig ist und lass ihn idealerweise so weit wie möglich mit dem Autobahnassistenten fahren. Das ist für mich dann wirklich entspanntes Fahren, da habe ich dann gar keinen Stress. Selbst im Regen, ihr seht, das geht wunderbar. Komm jetzt an in Köln mit 29% Akkustand. Tjo. 29%. Ich bin jetzt 267 Kilometer gefahren seit Fahrtbeginn. War aber doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich gesagt 110, 115 Kilometer. Das sind doch ein bisschen mehr gewesen. Ab Laden sind es jetzt 270 Kilometer, die ich gefahren bin mit 18,7 kW-Stunden Durchschnittsverbrauch. Ihr seht, es war eine moderate Fahrt. Jetzt war ich in Köln den Samstag noch ein bisschen unterwegs gewesen. Dies, jenes, da haben wir tatsächlich nur 7% Akkustand noch. Und das ist tatsächlich, ich habe jetzt tatsächlich mal Max Drive reingemacht. Seht ihr, maximale Reichweite. Hatte ich aktiv, dann steht hier unten Max Range. Also keine Sitzheizung, keine Sitzbelüftung. Klimatisierung ist aus, dann ist nur eine Lüftung des Wagens drin. Tja, 7%. So, und dann geht es an diese wunderschöne, ich weiß gar nicht, ob das immer noch eine Telekom-Ladesäule ist. Und hier unten gibt es tatsächlich für Gleichstromladen ein Stecker. Aber mit diesem stand ich schon ein paar Mal auf Kriegsfuß. Irgendwie funktionierte der nicht. Deswegen nehme ich lieber meinen
eigenes Ladekabel und schließt das hier unten an. Also hier gibt es normal einen DC-Laden, das kann glaube ich 100 kW, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Ich glaube 100. Dann gibt es diesen Stecker hier unten, der 22 kW kann und diese Steckbuchse, wo ich mein eigenes Kabel anschließe. Und das ist echt schön hier. Hier sieht man das jetzt wirklich mal, wie der zügig hochlädt, weil der i5 kann, und das kann ich immer nur jedem empfehlen, AC Laden Professional mit 22 kW laden. Das ist echt geil. Also jetzt sind es 21,2 kW, aber das Schöne ist, er ladet wirklich sehr, sehr zügig den Wagen. In dem Fall sind das rund 4 Stunden, sage ich jetzt mal, selbst wenn er fast komplett leer wäre. Hier Ioniq 5, mega Ding, richtig cool. 22 kW, also er ladet den von nahezu leer auf voll in rund 4 Stunden, aber mit günstigeren Kosten, rund 25-30% im Schnitt günstiger, als wenn ich den mit Schnellladeoption nutze. Also bin ich immer ein Freund von mittlerweile. Beim Einkaufen den einfach mal 1 oder 2 Stunden anschließen. Mega, wirklich geil. Oder auch am Abend oder über Nacht den Wagen einfach anschließen, laden lassen. 22 kW, Bombe. Top. So, also wir sind jetzt hier fertig mit dem Ladevorgang. Ich wollte zwischendurch Sport machen, also habe geladen, habe mich gedehnt und. Jetzt ist eine ganze Zeit vergangen. Es waren jetzt eine knappe Dreiviertelstunde, die der Wagen geladen hat. 17, x kW sind reingelaufen. Das reicht in jedem Fall für mich aus. So, Ladekabel am Stecker am Wagen abziehen, Ladesäule abziehen, in den Kofferraum rein, wunderbar. Wir steigen ein, dann gucken wir mal, wie viel Reichweite wir dann tatsächlich drin haben. Und ich kann mir schon vorstellen, oder ich hoffe, sagen wir mal ehrlich, müsste aber eigentlich, waren das jetzt 27%, das muss reichen, um tatsächlich wieder nach Bochum zu kommen. So, 27% haben wir drin. Im Personal-Modus sind das tatsächlich 134 Kilometer ohne aktive Zielführung. Aber das reicht definitiv, dass ich nach Bochum komme. So, am nächsten Morgen, Vormittag, geht es tatsächlich dann kurz vor 9 los. 25%, ich bin noch ein kleines Stück gefahren am Sonntag hier zum Rand. Und jetzt geht es tatsächlich wieder nach Bochum. Ihr seht es klassisch, die Strecken, die ich immer schon gefahren bin, aus Köln raus auf die A1. Und hier lasse ich mich jetzt in dem Fall wirklich im Verkehr mittreiben. Es ist tatsächlich nicht ultra leer, aber auch nicht richtig voll. Ich lasse einfach ganz geschmeidig einfach mal mitfahren. 120, 130, was so ein bisschen der Verkehr auch zulässt. Oder auch die vermehrten Baustellen mal wieder. Tja, die sind immer mal wieder dabei. Und dann bin ich tatsächlich auch froh, ehrlich gesagt, wenn ich in Bochum angekommen bin. Jetzt geht es hier gleich nach links runter. Ach, die Sonne lacht, da freue ich mich doch tatsächlich, dass ich heute auch frei habe, hier an einem wunderschönen sonnigen Montag, und schließe jetzt den i5 an. Ja, ich bin hier allein, der kleine Hund ist mit dabei. So, also angeschlossen, das sieht man hier an dem Display echt schlecht, muss man ganz klar sagen. Das flimmert sehr hell dunkel, dann scheint die Sonne dagegen. Auf jeden Fall ist ein 22 kW Lader. Der lädt zum Anfang irgendwie so eine Handvoll Minuten mit 11 kW. Und tja, ja, ich muss tatsächlich leider den i5 so laden, weil die eigentlichen Ladeplätze, es ist keine Beschilderung da, dass dort Parken tatsächlich immer nur mit während des Ladevorgangs zulässig ist oder, stehen dort tatsächlich 2 normale Verbrenner. Tja, so. Wir kommen wieder. Ich war tatsächlich ein bisschen gespannt, ob da irgendwas dran ist, ein Ticket oder irgendwas, aber nö. Tatsächlich wunderbar, denn alles gut für mich. Also abziehen, knapp 3 Stunden haben wir jetzt geladen. Knapp 3 waren es, glaube ich, gewesen. Genau, knapp 3 Stunden waren es gewesen, die ich jetzt hier geladen hatte. Und habe tatsächlich gesagt, von 6 auf 61% hochgeladen. Perfekt. 300 Kilometer Reichweite, das reicht auf jeden Fall, um eine ganze Weile jetzt hier mal wieder unterwegs zu sein in Bochum. So, ihr seht, für mich ist das jetzt aktuell, wenn ich jetzt mal so die letzten Tage Revue passiere, ich bin relativ lange Strecken gefahren, keine große Belastung. Also ich bin den Wagen, klar, habe ich ihn übernommen mit 100%, bin dann schon unterwegs gewesen in Dortmund, zurück nach Bochum, in Bochum unterwegs gewesen. Wir sind nach Köln gefahren mit Zwischenstopp in Neuss, haben dort den Wagen beim Einkaufen nachgeladen, also ohne, dass ich irgendwie einen Sonderstopp machen musste.
bin dann nach Hause gefahren, war in Köln unterwegs gewesen, bin nach Siegen gefahren, zurückgefahren und bin tatsächlich auch dann am Sonntag, habe ich Sport gemacht, habe ich den Wagen angeschlossen zum Laden, diese Dreiviertelstunde, 48 Minuten, was das waren, bin von dort aus dann am Folgetag nach Bochum wieder gefahren, bin mit der Reichweite angekommen und dann ist das 150 Meter fußläufig von mir zu Hause, diese diese Gleichstromladesäule mit 22 kW Laden, habe dort den i5 angeschlossen, 3 Stunden lang und mache mich jetzt auf den Weg. Das ist der erste Teil gewesen. Im zweiten Teil geht es dann nochmal weiter. Ich mache nochmal Revue passieren. Wie viel habe ich geladen auf diese ganzen Strecken? Wie teuer war das ganze Thema auch? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Preise sind auch immer ganz relevant. Also, immer schön dranbleiben. Der zweite Teil folgt und das nicht in allzu kurzer Zeit. Und dann geht es direkt weiter mit einer längeren Strecke mit dem i5. Also, immer schön dranbleiben. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact.